also wie ich schon in meinem Anfangs-Charakterstellungsvideo gesagt habe, Taro weiblich, es gibt eigentlich keinen Unterschied zu männlich. Genau, du wirst dich wahrscheinlich wegschmeißen, aber genau das gleiche. Ich habe zwischen den beiden Taros hin und her gewechselt. Man so, männlich, weiblich. Merkt ihr den Unterschied? Männlich, weiblich. Männlich, weiblich. Ich merke auch keinen. Moment, ich nehme dich jetzt gleich rein. Ja, das ist Wahnsinn. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Wir haben einen Weißmagier, das ist der Zoli. Das hat er mir aber schon geflüstert. Hallo Zoli, du bist ein Weißmagier. Was ist denn die hier? Schilia? Wie möchtest du denn ausgesprochen werden? Schilia ist Red Mage. Und Ayame ist, drauf gucken, Mönchkriegerstufe 1. Das ist ja nett. Hier sieht man auch gleich eine Sache, das ist sicherlich ein Charakter, der nicht das erste Mal gespielt wird. Der hat definitiv schon einen Highchap, also der hat sicherlich schon ein paar andere Klassen, also da Jobs hat noch sehr hoch. Viele Klassen oben drüber, da gab es leichte Probleme. Er wollte eigentlich auch mit einem neuen anfangen, aber er macht jetzt mit seinem mit, das macht nichts. Und wie man gleich auch bei mir sieht, in dem Fall, das ist das Dualklassensystem. Ja, genau, das ist nämlich die nächste Sache. Man kann hier zwei Klassen machen, das gibt dann gewisse Vorteile später. Sobald man soweit ist, ab Stufe 19 machbar. 18. Soweit ist man, ab 18 mittlerweile. Jupp. So, und an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Weil meine Zeit ist ran, also bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. WB. Geht ganz schnell so, und wir machen jetzt einfach mal die Anfangsquest. Die ist nämlich auch neu dazugegangen, die gab es damals auch noch nicht. Und zwar kriegt man da schon nette Items am Anfang, die sehr nützlich sind. Und ich entschuldige mich jetzt für die Ruckler, ich habe keine Ahnung, jedenfalls ist... Ich habe zwar eine gute Internetleitung, aber irgendwie mag das Spiel mein Internet nicht. Wie Monster Hunter. Wie früher. Leider Gottes. So. So, die Anfangsquest gibt es bei dieser netten Person hier. Na, komm. Na, durchsetzen. Dem da. Alone schimpft er sich. So, sei gegrüßt, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Alone. Ich lese das jetzt nicht vor, sonst nerv ich die anderen hier im Channel. Genau, das kann ich nicht. Ja, der ist für Neulinge da. Und unsere erste Sache, die wir machen sollen, ist mit der Torwache hier reden, um ein Nationensiegel zu bekommen. Dieser Nationensiegel, was war denn das? Der erhöht Verteidigung? Nee, was machen wir nochmal? Nein, Nationensiegel. Nein, er erhöht Zuwachs. Zuwachs? Ach. Ja, man bekommt, wenn man Monster tötet, bekommt man Ruf bei dieser Nation und kann sich dann später das auch... Das zeige ich auch gerade mal. Man bekommt Eroberungspunkte und man kann diese Eroberungspunkte dann ausgeben. Wie zum Beispiel, wenn man Rang 1 ist, öffnet sich das. Jetzt haben wir zum Beispiel spezielle Gegenstände, die dann halt Punkte kosten, Eroberungspunkte. Genau. So. Und das Siegel ist auch dazu da, dass man von den Monstern, die mindestens leichte Beute sind, das werdet ihr später noch sehen, Kristalle kriegt. Und diese Kristalle sind für das Crafting-System da, also dass man sich Sachen herstellen kann. Und zur Not, wenn man sonst nicht weiß, was man damit anstellen kann, kann man sie auch bei der Stadtwache abgeben und dafür ebenfalls Rufpunkte bekommen. Genau. Oder einfach zu einem netten Händler gehen, falls man mal Guild-Knappheit hat und einfach verkaufen. Richtig. Nahezu alles, was man hier findet, kann man verkaufen. So, das war auch schon die erste Quest sozusagen. Ja, hier bei mir spinnt es gerade wieder schön, das liebe ich immer so. Ich habe das Siegel der Nation, der möchte, dass ich es mir nochmal hole. Also holen wir uns nochmal das Siegel der Nation. Oh, sehr gut, du hast das Problem und das Alten, sehr schön. So, siehst du, beim Ausruhen erhöht man sich, achso, ja gut, man erholt sich schneller beim Ausruhen. Und man erhöht Vögelfleisch, auch lecker. Eine ganz tolle Angelegenheit. Ist zwar jetzt nicht deine Ente süß-sauer, aber ist auch was Leckeres. Das ist richtig, weil, nein, ich habe alles verstanden, weil genauso wie in anderen Spielen ist das sozusagen Buff-Food. Und Buff-Food ist immer gut. Achso, wie war das hier nochmal? Genau, Items machen, muss man hier jetzt Pökelfleisch einmal anwenden. Das ist gut. Du erklärst das, obwohl ich es nicht mehr erkläre.
So spart man sich Arbeit. Ja, ich geh jetzt mal schon. Aber das Rennen dann übernehme ich nicht für dich. Ja, das mache ich selber. Keine Ahnung. Okay. So, ja. Jetzt sind wir super geil gestärkt und jetzt geht's nach West Run 4, um, nachdem Sodi auch die Quest abgeschlossen hat, Alter, um unsere erste Waffenfertigkeit auf Level 5 zu bringen. Blablabla. Genau. Mach mal keinen Stress. Das ist nicht so wilde, du bist eh schon höher. Hör, Ken, von dem her. Ken hat mir gerade geschrieben, das werdet ihr dann auch sehen. Einen Moment, aber das macht nichts, er ist eh schon etwas höher, also können wir da gerade mal rausgehen. Ja, mein Gott. Du holst jetzt uns sowieso wieder ein, weil ich dich nämlich kenne. Und Daten werden geladen. Ja, Daten werden geladen. So, jetzt kann ich eigentlich gleich noch was erklären, was er nicht mal darauf wusste. Ja. Es müsste eigentlich hier gleich in der Ecke sein, wenn ich jetzt nicht alles... Das Buch. Das Buch. Field of Valor, Feld der Ehre. Super geiles Ding. Ast rein. Ich muss gerade gucken, an welche Ecke das hier war. Hier, da hinten. Da, wo ich lang laufe. Ja, ich hab schon. Ich bin hier schon dicht auf dem Fersen. Field of Valor. Und zwar geht es hier, das wurde neu eingeführt für das Solo-Leveling. Und wenn man jetzt drauf geht, redet es mit uns? Nein, wir lesen natürlich. Das Kapitel über individuelles Training lesen, das bedeutet so viel. Auf die anderen Punkte komme ich dann noch ein. Wir können uns jetzt eine Seite raussuchen. Wir nehmen jetzt mal Seite 1. Und jetzt steht da, bezwinge 6 Monster der Gattung Würmer. Das heißt, wir müssen jetzt 6 Monster der Gattung Würmer töten. Das tun wir. Wir nehmen die jetzt mal an. So. Und wenn wir das jetzt getan haben, killen wir jetzt erstmal die 6 Würmer. A, das bringt uns zusätzliche Erfahrung und Geld. Und B, wir bekommen Punkte. Die Punkte kann man dann dagegen nützliche Buffs eintauschen. So, also suchen wir jetzt mal ein paar Würmer. Um er, ihr, du Wurm. Hier hätte ich zum Beispiel einen von diesen Würmern. Ein genau. Wild Rabbit. Ein Tunnelwurm in dem Fall. Na so, und da kommen wir auch zum Kampfsystem. Eigentlich braucht man dazu gar nicht so viel sagen. Ist eigentlich wie bei Final Fantasy. Warte mal, was spielen wir gleich? Oh, Final Fantasy. Also im Prinzip, das Kampfsystem erklärt sich für jeden Final Fantasy Spieler sowieso von alleine. Ja. Eigentlich. Schade, ich habe noch nicht gemacht. Ich habe noch nicht meine Spaßaktion gerissen. Ah, verdammt. Ich wollte doch was mit der Kampfmusik machen. Ach, jetzt ist es mir bewusst. Beim nächsten Mal. Ja, genau, beim nächsten Thema. Hören wir uns erstmal die originale Kampfmusik an, die nämlich auch schon tierisch episch wirkt. Aber einen nach gewisser Zeit leider Gottes auf die Nerven geht. Ja. Wie in jedem Final Fantasy eigentlich. Das, das sieht so böse aus. Also ich glaube, wir durften jetzt nicht den Tierschutz hier einschalten. Genau, das ist auch neu. Jetzt kommen hier Kisten. Die sind auch cool. Und wie gesagt, es gibt auch, das sind Kisten, also nützliche Gegenstände drin, Items, die erleichtern das Leveln, und es gibt braune Kisten, die sind mit einer Zahlenkombination versehen. Die kann man durchaus fragen, also wenn man mit der Kiste etwas herumspielt, findet man das raus, und da können Items drin sein, mit zuweilen auch sehr, sehr gute Items. So, die da ist was für dich drin. Oh. Zum Heilen. Was zum Heilen? Ich bin Healer. Apfelsaft! Ja, was ist Apfelsaft? Testen wir es doch gleich mal. Items, Apfelsaft. So. Und wir bekommen ein neues Zeichen. MP. MP werden schrittweise regeneriert. Das ist Refresh. Genau. Wir regenerieren jetzt schrittweise MP. Und ich gehe jetzt gleich mal meinen Dienst als Heiler nach. Und werde mal unsere lieben Ayame heilen. Sie, er ist im Skype ein Er und im Spiel eine Sie. So. Hä? Wer? Ich? Und wieder eine Kiste. Die droppen jetzt, also die haben eine Droprate, die ist ziemlich hoch. Also. Und wieder was für dich, Silvio. Ein Ether. Cool.
Ich erlange 4 HP zurück. Dankeschön. Das war jetzt nur mal, um zu zeigen, dass ich meine MP jetzt erhöht. Ich musste immer etwas so, MP. Hier haben wir zum Beispiel wieder einen Tunnelwurm. Tunnelwürmer. Bei wie viel Tunnelwürmer sind wir jetzt eigentlich? Gute Frage. Wir wieder. Sind bei 2 von 6. 2 von 6 Tunnelwürmer haben wir. Also ist das jetzt der dritte. Wartet auf mich. Bis ich meinen Stock gezogen habe, ist er schon tot. So, wie soll ich jetzt zu meiner Waffenfertigkeit kommen? Du bist Heiler. Du stehst hinten und heilst. Nein, ich muss meine Waffenfertigkeit... Du hast es dir selber ausgesucht. Ja, ja, nein, ich muss meine Waffenfertigkeit für... Ich muss hier nochmal eine kleine Pause machen, fällt mir gerade auf. Bis gleich. Wow. Tschüss.